So, willkommen zurück. Wir sind bei der nächsten Aufgabe dran. Ruhe im Stall. Ich habe gerade noch mal selber geguckt. Also schließe die Bekämpfe den Sturmmissionen in einer 34er Zone ab. Ist eine Aufgabe. Die andere Aufgabe ist, schließe eine Bekämpfe den Sturmmissionen der Kategorie 2 in einer 34er Zone ab. Also ich gehe jetzt eigentlich davon aus, wenn ich einmal die... Warte, ich gehe mal gerade zur Karte. Wenn ich die abgeschlossen habe, müsste ich doch eigentlich beide Aufgaben gleichzeitig gemacht haben. Also ich weiß jetzt nicht genau, aber wir probieren es jetzt einfach aus. Gerade gucken, ob ich privat bin. Ne, öffentlich. Hallo? Muss ich wieder den Controller in die Hand nehmen? So, eigentlich genau das. Ja, dem ja ein Bester. Nicht übertreiben. So, wie gesagt, wir haben die 40 Abonnenten jetzt geknackt. Was bedeutet, die vierte Zahl vom Passive-Code ist da. Und wie gehabt, wenn die 50 Abonnenten erreicht sind, dann die fünfte Zahl. Und wenn ihr es halt nicht genau verstanden habt, guckt einfach in der Videobeschreibung nach. Da steht halt genau drin, also nochmal ein separates Video, erstmal wer ich bin und gleichzeitig auch, wie das mit dem Code funktioniert und wo ihr den einlösen könnt oder den Code probieren könnt. Wie gesagt, alles in der Videobeschreibung enthalten. Ganz easy. Ihr wisst ja, Ladebildschirm, Abozeit, Likezeit, Kommentierzeit. So, jetzt bin ich echt mal gespannt, ob das reicht, wenn ich die einmal gemacht habe. Weil eigentlich, also ich sehe das so, dass einfach reicht. Und wenn nicht, dann muss man so halt anscheinend zweimal machen. So, wie sieht es eigentlich hier materialmäßig aus? Das war unglaublich. Ja, Holz kann man nie genug haben. Dieses Ziel ist eine Herausforderung. Such weiter. Ist mein Element. Ich muss meinen Bär stärker machen, nicht andere. So. Und wie gesagt, ich nehme die Videos halt jetzt öfters im Livestream auf, also nicht wundern, wenn ich da irgendwie was rede zum Chat dann. Oha. Aber da unten war eine Menge Steine, aber ich wette, er hat schon alle abgehauen. Ja, haben wir wieder klar. Steine kann man nicht nie genug haben. Bam, 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 bam. Irgendwas scheint hier unten zu sein. Ach, 200 Schrauben habe ich dem Doria abgegeben. Erstmal wieder ein bisschen was sammeln. Aber hier unten ist eigentlich... Ah, doch, ein Fernseher. Das ist schon mal gut. Haben wir schon mal einen von 20. Ist nämlich die Tagesaufgabe heute von mir. Aber die sich da oben einen zurechtkloppen. Was sind sie denn? Zack. Oh, Fallen sind auch immer nicht schlecht. Ich verstehe das nicht. Manchmal kriege ich Munition angezeigt und manchmal nicht. Ist irgendwie voll komisch. Inzwischen mache ich die doch immer. Schön wär's. Gerade die Nebel noch mitnehmen. Ziel erfasst. Platziere den Atlas auf dem Ziel, wenn du soweit bist.
Ja, ganz entspannt. Immer locker durch die Hose atmen. So. Den hätte ich mir schenken können. Hast du jetzt zu schnell gebaut? Wo ist er denn? Nach da oben. Ich will das unbedingt schneller können, ey. Geht nicht. Zack. Ist das dein Ernst? Ah, waren sogar drei voll. Dann hat sich's auf jeden Fall mal gelohnt. So, hier vorne haben wir noch ein Lager. Was gibt's da? Ich sehe dich. Na ah, toll, nur Dings. Bonus-Herausforderung jetzt verfügbar. Ein Bär. Ein Bär. Bam, bam, bam. Ich bin halt echt mal gespannt, ob es reicht jetzt, wenn ich die Mission mache. Aber eigentlich schon. Oder ich bin der deutschen Sprache nicht mehr mächtig. Das ist der letzte. Ah, irgendwas Besonderes finden wir hier irgendwie nicht mehr. Leg Blue Glow in den Atlas ein. Missionskontrolle öffnen, wenn du bereit bist zu beginnen. Ah, hier geht's aber noch weiter runter. Da könnte was sein. Ja, wunderbar. Das hat sich ja mal überhaupt nicht gelohnt. Dachte ich, hier wäre vielleicht eine Kiste oder irgendwas. Bam, 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 bam. Ich müsste eigentlich noch Steine sammeln, bevor wir hier groß anfangen. Bam, 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 bam. Ich weiß auch jetzt nicht, ob die anderen irgendwas bauen. Aber ich glaube, wir müssen uns aufteilen, weil die A und B. Ja, da ist A. Warte mal. Ja, hier ist B. Boah, Leute, wollt ihr echt ein Holz bauen? Ah, ah. Ah, ich meine, die Gegner sind nicht so schwer. Hä? Sind die unter uns? Ich hab's hier vom Sorgen gehört. Da fangen wir mal an. Das ist genug, Blue Glow. Du schaffst es, Kommandant. So, dann bleib ich mal bei A. Da sind einer bei A, zwei bei B, glaube ich. Jetzt viel Bomben machen. Wie sind die denn da hochgekommen? Z
Sieht aber bis jetzt mal ganz ordentlich aus. Dafür, dass wir uns hier aufteilen müssen. Was sind die denn da oben? Das war ja mal gar nichts. Aber hier kommt schon mal nichts mehr. Wo sind die denn? Ach, der ist da unten. Irgendwie laufen die hier ganz komisch. Hä, wo? Ach, die kommen hier hoch. Der bei A macht einfach gar nichts. Läuft. Entschuldigung. So, anscheinend gehen die jetzt mehr auf B. Ballim, 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 ballim. Ja, die Pyramide so ist ja ganz gut, aber ich weiß halt. Die laufen halt einfach in die Mitte. Das Problem ist, ich kann zum Beispiel dann nichts stellen. Och, nervt mich doch nicht. Wo ist er jetzt hin? Leicht verwirrt, der Typ. Oh, von der anderen Seite kommen sie. Ach, komm ich ja genau richtig. Bam. Sind da welche drin? Bam, bam, bam. Ah, die irritieren so, die unten sind. Die machen zwar nichts. So, jetzt wieder zu A. Ist das dein Ernst? Geht
Das klappt. Ja, doch. So, die eine Minute werden wir jetzt ja wohl irgendwie auch schaffen. Weg. So, das dürften wir locker geschafft haben eigentlich. So, noch schnell ein paar Teile mit Gold. GG an die Gruppe. Dafür, dass eigentlich gar nicht mit Fallen gearbeitet wurde. So, jetzt hoffe ich, dass die Aufgabe damit eigentlich komplett geschafft ist. Millionen. Ich weiß, manche werden darüber lachen, aber ich denke mir nur. Zack. So, jetzt bin ich echt mal gespannt. Ihr wisst ja, Ladebildschirm gleich. Abo-Zeit, Like-Zeit, Kommentierzeit. Jetzt. So, ich hoffe, ich konnte euch damit schon mal helfen. Und hoffe selber, dass ich für mich jetzt auch schon fertig habe. Dass wir dann direkt in die nächste Mission dran gehen können. Das kann jetzt eigentlich erst befestigt den Sturm und dann Kategorie 2 machen muss. Das ist eigentlich totaler Schwachsinn. Zack, zack, zack. Doch, es ist so. Das ist doch nicht den Ernst. Kategorie 2. Und da ist Kategorie 1. Ne, auch schon 1. Hä? Muss ich das hier verstehen? Vor allem geht zur Karte. Warum kann ich nicht? Weil eigentlich ist ja, wenn du so willst, Kategorie 1 ist ja. Warte, wo ist dieses blöde Zeichen? Bam. Ist das gar nicht. Das bekämpfe den Sturm Kategorie 2. Kategorie 2. Ist doch alles Kategorie 2. Bam, 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 bam. Ich mache jetzt einfach mal hier die leichtere hier und hoffe einfach, dass es klappt. Ich nehme es jetzt einfach mal mit ins Video auf, dann wird es halt ein Tick länger. Aber mit Stufe 19 müsste eigentlich gehen. Warte, ich gucke nochmal gerade selber in den Aufgaben. Komm, schnell jetzt überhaupt rein. Nee, raus. Aufträge. Bekämpfe den Sturm. Haben wir ja. In einer 34 plus. Also kann ich das hier schon mal haken.
Karte abbrechen. Muss 34 plus sein. Also 34 plus, bekämpfen den Sturm, haben wir nur die. Richtig. Das ist Kategorie 3. Erledigen, sammeln. Erledigen, sammeln. Treibstoff, reit auf den Blitz. Kategorie 2. Sonst haben wir das doch nicht hier außen. Da sind die ganzen 20er. Ich bin gerade total verwirrt. Schließe die Bekämpfe den Sturmmissionen in einer 34er Zone ab. Hab ich doch quasi gerade gemacht. Ich brauch's hier jetzt nicht nochmal machen. Weil das Level kann ich ja an sich nicht ändern. Aber da haben wir auch nichts. Legen, bekämpfe den Sturm. Ja, ist aber eine 5er-Mission. Mal gucken, ob ich jetzt. Entweder bin ich jetzt hier total bescheuert. Ah. Die soll man dann machen. Also quasi einmal die und einmal die. Okay, dann machen wir die auch noch. Ja, das ist doch bescheuert gemacht. Die ist aber total irritierend. Stummschalten, 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 Attacke. So, wie ihr wisst, wenn ihr noch nicht habt. Also wie gesagt, einmal die Kategorie 2 machen und dann einmal bekämpfe den Sturm selber. Machen wir die zwei Aufgaben halt. Machen wir es halt so. Das war in meinen Augen Schwachsinn, ob ich jetzt Kategorie 1 habe oder 2. Weil eigentlich bekämpfe den Sturm ist auch bekämpfe den Sturm 2. In meinen Augen. So, gucken, ob ich hier Fernseher finde. Ach, hier hat schon eine. Oh Gott, hier ist ja schon fast alles fertig. Man hat hier unten alles angehauen, aber nicht weggehauen. Ich kann nicht wirklich verstehen. Ich würde sagen, ich gehe schon mal zu denen, weil ich glaube, das wird eine ganz schnelle Runde. Ja. Das ist genug, mir fast schon gedacht. Du schaffst es, Kommandant. Wo sind wir denn hier daheim? Nur den einen Atlas. Das ist schlau, wenn man hier die Rampen hat. Denn die Rampen eingesetzt. So, ich würde mal behaupten, das wird nicht so schwer werden. Das ist mein Ernst.
Entschuldigung. Dann immer schön einsammeln. Wirklich viel kommt hier nicht an Gegnern. Immer so vereinzelt. Kann man ja noch an Waffen hier rumfliegen. Hau mal da ein bisschen mit rum. Kann man wenigstens noch ein bisschen Munition sparen. Er kann einfach so durchstellen. Eieieiei, weg da, weg da, weg da, weg da. Ich glaube, gleich bin ich echt tot. Ganz entspannt. Sie sind da draußen und sie sind hässlich. Genau. Oh oh. Oh, oh. Puh, ein bisschen langweilig gerade irgendwie. Ich will jetzt auch nicht unbedingt Munition verballern, wenn es auch so geht. Da macht aber eine Randale. Sache, hier muss man eigentlich nichts machen. Ganz entspannt. Sache, schon fast zu einfach. Manchmal ein bisschen Metall und Stein noch. Wir Metall schon voll haben. Das
Sache. Die kommen ja nirgendwo durch. Rettet den Atlas. Okay, ich habe nichts gesagt. Der Atlas nimmt Schaden. Ich weiß auch gerade nicht, warum hier offen ist. Warum baut der denn da auf? Weil das macht er mit Absicht. Ich kann's verstehen. Hier steht doch eine Wand, oder nicht? Der Atlas braucht Hilfe. Mann, ey. Für ein Dulli, der hier den Scheiß macht. Rettet den Atlas. Ah, klasse. Von da baut auch keiner mal zu, ey. Gut gemacht, Kommandant. Für was hat denn hier einer die ganzen Wände aufgemacht? Ohne Worte. So, jetzt hoffe ich trotzdem, dass wir die Aufgabe natürlich easy geschafft haben, denke ich mal. Aber wahrscheinlich der mit dem höchsten Level hat den Blödsinn da gemacht. Eine Standardkiste. Man kennt ihn. Ich wollte eigentlich noch die PlayStation anschließen und gucken, was auf den Scheiß an. Obwohl, doch, ich kann mich sofort mit auf Handy runterladen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Bam, 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 aber erstmal hier fertig waren. So, zack, 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 zack. Diese Rekruten. Sie haben vor ihrem eigenen Schatten Angst. Schon einfache Befehle sind zu schwierig für sie. Das war jetzt die Aufgabe, richtig? Jo. Also, ich zeige es euch jetzt nochmal. Ja, ja, quatsch nicht mal nicht so voll. Einmal, hier ist der normale Bekämpfer, den Sturm. Und hier ist halt Sturm Kategorie 2. Also, ihr müsst erst eine von. Also, die zwei müsst ihr hintereinander machen. Wie rum ist eigentlich egal. So. Dann hoffe ich, dass ich da. Halt doch mal den Schnabel! Ihr ba, 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 ba. So, jetzt aber Ruhe. Rekruten, wie man sich richtig um Nebler kümmert. Ja, die nächste einfache Aufgabe wird auch sehr einfach. 20 Nebelmonster töten. Das die Aufgabe wundert, naja. So, ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Wie ihr seht, ich hatte damit auch leichte Probleme, aber Lösung ruckzuck gefunden. In dem Sinne würde ich sagen, haut